This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video Stunde der Wahrheit. Dies ist bereits der vierte Teil Bibelstudie mit Jörg, wo ich angefangen habe, natürlich in dem Buch Römer, das erste Buch, das der Apostel Paulus im Neuen Testament sozusagen geschrieben hat, oder das, was als erstes Buch hinter der Apostelgeschichte kommt, wo Paulus einen Brief schreibt direkt an die Kirche in der Höhle des Löwen, im Zentrum der Sodomie, im Zentrum des Heidentums in Rom. Ja? Ist Homosexualität heilbar? Ist das Thema, mit dem ich diese Videoserie angefangen habe. Und auch wenn ihr den Eindruck habt, dass wir vielleicht da gar nicht so richtig hingehen, haha, ich kann euch nur sagen, wir schließen jetzt die Verse 19 und 20 ab und gehen weiter mit Riesenschritten dem Hauptthema entgegen. Ist Sodomie heilbar? Eine Frage, die man so stellen kann, oder viele Leute sagen auch, ach, die man so gar nicht stellen kann. Jeder hat eine andere Meinung über Sodomie und ich vertrete die Meinung der Bibel darüber, und das ist eine nicht so besonders populäre in dieser Welt. Schon gar nicht bei denjenigen, die der Sodomie frönen, ob das jetzt die Leute sind in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, wo wir ja wissen, dass der römisch-katholische Klerus voll ist mit Sodomiten, oder ob das Sodomiten außerhalb der römisch-katholischen Kirche sind. Das sind alles Leute, die vor einem Ding in dieser Welt weglaufen. Und das ist das Wort Gottes. Genau wie Satan in Matthäus 4 weggelaufen ist, als Jesus ihm gesagt hat, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Als die dreimal, als Satan Jesus nach den 40 Tagen in der Wüste, nachdem er getauft wurde, versuchen wollte. Ja, sie laufen alle weg, wenn man ihnen das Wort Gottes hochhält. Nun, vielleicht ist dieses Video nicht gerade dazu geeignet, um Sodomiten zu überzeugen, sich zu bekehren,
Aber vielleicht kann dieses Video vielen Leuten helfen, die sich mit dieser Sache auf diese Art und Weise noch nie richtig beschäftigt haben, dass diesen Sodomiten ein wenig näher zu bringen und zu erklären, woran es liegt. Und es ist ja egal, welcher Hebel benutzt wird. Wir müssen nur verstehen, Jesus Christus ist unser Herr und Meister auf der einen Seite. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist unser Erlöser, er ist unser Mittler beim Vater. Aber er ist auch unsere Medizin gegen alles. Wir können nichts ohne ihn, aber wir können alles mit und durch Jesus Christus, wenn wir ihn auf unserer Seite haben. Und auch wenn man das jetzt nicht direkt vergleichen kann, dass zum Beispiel jemand mit Drogen aufhört zu gebrauchen oder dass jemand aufhört mit Rauchen aufhört oder sonst irgendetwas und dafür das mit der Hilfe von Jesus Christus schafft. Mit derselben Hilfe kann man auch die Sodomie besiegen. Die Sodomie, die in dieser Welt ist, als ein Zeichen dafür, dass der Mensch sich von Gott abgekehrt hat. Denn Gott hat nicht die Sodomie, sondern Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau befohlen in der Schöpfung. Und nicht, dass Mann mit Mann oder Frau mit Frau sich in Unzucht auf dieser Erde bewegt. Und genau dazu, um das biblisch zu analysieren und zu verstehen, dienen diese Lesungen. Ja? Es sind nicht mehr so viele Lesungen übrig, bis das erste Kapitel der Römer vorbei ist, weil das ist ja, glaube ich, auf Seite 81 ist damit Schluss. Dann gehen wir in das zweite Kapitel, also Seite 80 ist vorbei, wir sind schon auf Seite 66, 67 sogar, also gar nicht mehr so weit. Aber da ich ja hier und da auch immer noch was kommentieren werde, kann ich mir schon vorstellen, dass das noch ein paar Sitzungen dauert, bis wir da ganz am Schluss angekommen sind. Ich finde es wirklich, wirklich wichtig, dass wir in dieser Welt, gerade eben im Lichte, dass in den letzten Jahren diese Entwicklung dieser LGBTI-Bewegung auf der ganzen Welt so enorme Fortschritte gemacht hat. Fortschritte in der Hinsicht, dass doch tatsächlich diese Sodomie gesellschaftlich akzeptiert gemacht wird. Ja? Jeder akzeptiert diese Sodomie auf einmal. Etwas, was früher noch teilweise sogar mit Todesstrafe geahndet wurde, und da sind wir so weit noch gar nicht von weg, wo das war in der Geschichte, wird heute gesellschaftlich akzeptiert. Und das ist das Problem. Es bringt einen gesellschaftlichen Moralverfall. Es sorgt dafür, dass die ganze Menschheit sich noch weiter von Gott und von Gottes Gesetzen entfernt. Durch Sodomie, durch LGBTI, durch Pädophilie, durch Päderasterie, durch all diese ganzen Dinge anzuerkennen. Ich meine, man muss doch nur mal an zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit denken. Ja, habe ich ja auch schon mal besprochen in den Videos, wo es um die Griesinger-Lesung geht. Erinnert ihr euch sicher? Die hatten ja auch, weiß ich jetzt gar nicht, welchen Namen hatten, die muss ich mal eben gucken. Das waren zwei Videos, die ich wohl in der Zwischenzeit, nehme ich an, schon hochgeladen habe auf YouTube. Die hatte ich ja damals mit meinem Bruder Michael aufgenommen. Ja? Pädophilie und Päderasterie in der römisch-katholischen Kirche, wenn die Mauer des Schweigens bricht. Da waren ja zwei Videos von gemacht worden. Und dieses Thema ist absolut wichtig. Und ich möchte das nochmal eben hervorheben, bevor ich jetzt damit anfange mit der Lesung, was ja im Grunde eine Bibelstudie ist und nichts anderes als das. Ich hege keinen Hass gegen Sodomiten, aber ich hege eine Liebe für jeden Menschen. Auch wenn er Fehler hat. Jeder Mensch hat Fehler. Ich habe auch Fehler. Wir haben alle unsere Fehler. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle geboren in Sünde und Übertretung. Nur Jesus Christus kann uns rechtfertigen. Und ich möchte nicht, dass auch nur eine Seele zu viel verloren geht. Und ein Sodomit ist jemand, der in den Fängen des Teufels steckt. Und ich möchte den gerne aus den Fängen des Teufels befreien und in die
Liebe von Jesus Christus bringen. Und dazu muss er Jesus Christus kennenlernen. Und ich hoffe, dass dazu diese Videos beitragen, wenn auch nicht direkt ich mit diesem Video vielleicht einen Sodomiten überzeugen kann. Aber so können das vielleicht Leute, die diese Videos schauen und die selbst solche Leute in ihrem Bekanntenkreis haben und die mal darauf ansprechen können, wenn die Diskussion da irgendwann mal dazu kommt, um einfach mal zu sagen von, schau, ich habe im letzten Video gesagt von, das ist eine Abnormalität und ich meinte das jetzt nicht irgendwie negativ. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, aber die Norm, was ist denn schon die Norm? Ja, weil die Norm ist eigentlich das, was im Allgemeinen in unserer Gesellschaft akzeptiert ist. Nur in unserer Gesellschaft sind viele Dinge nicht akzeptiert, auch nicht solche Sektierer wie ich, die sich absondern von der Gesellschaft und die leben nach dem Wort der Bibel. Ja, ist auch eine Abnormalität. Ja, obwohl eigentlich diese Abnormalität, nämlich das bibelgläubige Leben, eigentlich der normale Standard sein sollte. Und je nachdem, wo man lebt, ist er das auch. In der Zeit von dem Gesetz und den Propheten im sogenannten Alten Testament in Israel, da war das, was, wie ich hoffe, richtig in Christus zu leben, da war das die Norm in Israel. Aber in all den umliegenden Nationen, bei den Philistinern, bei den Syrern, bei den Assyrern, bei den Babyloniern und so weiter, da war das, was wir heute die Norm nennen, eben die Norm. Ja. Wir leben in der babylonischen Gefangenschaft, um es mal mit den Worten von Martin Luther zu sagen. Und davon müssen wir uns bewusst werden und diese babylonische Gefangenschaft müssen wir ablegen. Und zwar nicht nur die körperliche, sondern auch die, vor allen Dingen die geistliche Gefangenschaft. Die geistliche babylonische Gefangenschaft abzulegen. Und die kann man nur ablegen, wenn man Gott folgt. Ja? So einfach ist das. Es ist wirklich nicht so schwer. Und das hat nichts damit zu tun, irgendjemanden jetzt schlecht machen zu wollen oder was. Aber man muss doch den Finger auf die Wunde legen dürfen. Ich muss doch den Punkt anholen. Ich muss doch den Punkt deutlich machen, um den Leuten auch zu sagen, worum geht es hier? Der Sinn dieses Videos ist einerseits natürlich Bibelstudie, dass wir alle das Buch der Römer so verstehen, wie es gemeint ist zu verstehen, so wie Gott es verstanden haben wollte von Anfang an. Deswegen hat er Leute wie Paulus rausgeschickt und Leute und Briefe wie den Römerbrief schreiben lassen, dass wir es nachlesen können und dass wir daraufhin endlich das Verständnis haben, dass Gott uns hier etwas mitteilen will. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben. Gott will nicht, dass irgendjemand in der Hölle vergeht, weil die Hölle wurde nie für Menschen gemacht. Die Hölle wurde für Satan gemacht und für seine gefallenen Engel, aber nicht für die Menschen. Aber Leute, die sich eher zu Satan bekehren als zu Gott bekehren, werden auch in der Hölle schmoren müssen. Und da hat weder Gott Spaß dran oder Lust dran, noch ich, sondern wir haben Lust daran, Leute aus den Fängen des Satan zu retten. Und erst wenn ein Sodomit einsieht, dass er falsch handelt, weil er unter einem falschen Geiste steht, dann kann er sich zum richtigen Geist bekehren. Und dafür soll in erster Linie diese Bibelstudie in Stunde der Wahrheit mit dem Untertitel "Ist Sodomie oder Homosexualität heilbar?" dienen. So, wir hatten letztes Mal auf Seite 67 die Fußnote noch gelesen, wie ihr euch sicherlich erinnert. Sonst solltet ihr vielleicht zum Ende der letzten Lesung nochmal hingehen, euch das noch einmal anhören oder anschauen in dem Buch selber oder euch anhören, was ich da vorgelesen habe, wo wir über Sokrates und Plato gesprochen hatten, dass Sokrates auch in seiner Lehrweise das Licht vor dem Volke verbarg, indem er nicht nur seinen Schülern gebot, es für sich zu behalten und sich hinsichtlich ihres Gottesdienstes nur nach den Sitten, nach der Sitte des Landes zu richten, sondern indem er auch selber auf öffentlichen Altären opferte und das Orakel zu Delphi befragen ließ. Also die menschliche Tradition über das wahre Licht, das er erkannte, stellte. Auch Plato lehrte, dass es nicht weise sei, dem gemeinen Volke das volle Licht vom Vater des Weltalls mitzuteilen. Plato, Sokrates, Aristoteles und in der neueren Zeit Nietzsche, Freud, Schopenhauer, all diese anderen Philosophen, das sind die Leute, die Advokaten des Teufels sind und schon immer waren. Von solchen halte dich fern und von solchen Lehren halte dich fern, sondern kehre zur Bibel. Ja? Also,
Wir werden noch mal eben einen Absatz zurückgehen, den letzten Absatz auf Seite 67 lesen, bevor wir weiterfahren in der Analyse und der Bibelstudie des Römers erstes Kapitel. Also, sagt der Autor hier, ob zwar er sagt, dass sie keine Entschuldigung haben, ja, das ist ja, wo wir gelesen hatten in Vers 20, dass man die ewige Kraft und Gottheit ersehen kann an der Schöpfung, also dass sie keine Entschuldigung haben, also ob zwar er sagt, dass sie keine Entschuldigung haben, so hat er dennoch nicht gesagt, dass sie schon im Gewissen, in der Vernunft und an der Schöpfung der Welt ein Licht hatten, das zur Seligkeit, zur Neugeburt und zur Heilung genügend sei. Sondern er sagt, dass deren Ermangelung schon die gerechte Strafe Gottes für die Verachtung des ihnen gegebenen Lichtes war. Andererseits sagt er auch nicht, dass ihre Schuld und ihr Urteil solcherlei sein würde, wie das der unbußfertigen Christen, die das Licht des Evangeliums haben. Das dem Entgegengesetzte hat Christus deutlich ausgesprochen bei Matthäus Kapitel 10, Vers 15, Kapitel 11, Vers 22 und 24 und auch der Apostel in, also Römer Kapitel 2, Vers 12. Die Verse haben wir alle zum Ende der letzten Sendung hin besprochen, angedeutet, sondern er sagt, dass der Zorn Gottes, der über sie verhängt ist und noch geoffenbaret werden soll, darum ein gerechter Zorn ist, weil sie in Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit die Wahrheit aufgehalten haben. Da sind wir dann in die Fußnote gegangen. Dieses entwickelt er nun ferner und sagt, sie haben keine Entschuldigung, dieweil sie wussten. Und so weiter. Dann kommen wir in den Vers 21. Ich lese das jetzt erstmal so vor, wie das hier in dem Buch steht. Da lesen wir, dieweil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist versinstert. Das heißt verfinstert. Ja, damals hat man das Wort versinstert auch gebraucht. Das habe ich, glaube ich, auch bei Griesinger in dem Buch mal gelesen, habe ich auch nicht verstanden, versinstert. Habe ich, glaube ich, auch verfinstert von gemacht, aber das heißt es im Grunde auch. In der Schlachter lesen wir Vers 21 im ersten Kapitel der Römer, Zitat, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Indem der Apostel wieder sagt, sie wussten, dass ein Gott ist, deutet er zunächst diese Kunde von Gott an, die sie durch die oben erwähnten Mittel, also Vers 20, wie wir bereits vorher besprochen haben, ihr erinnert euch, Vers 20 liest, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Ja, durch Nachdenken oder besser gesagt, nämlich an der Schöpfung der Welt. Indem der Apostel wieder sagt, sie wussten, dass ein Gott ist, deutet er zunächst diese Kunde von Gott an, die sie durch die oben erwähnten Mittel und durch das in ihren Herzen beschriebene Gesetz aus Kapitel 2, Vers 15 hatten. Er kann aber auch hindeuten auf jene Offenbarung seines Wesens, die Gott den Menschen im Paradiese und nach der Sündflut gab, als das ganze Menschengeschlecht aus einer Familie bestand. Wenn dieses Licht geehrt und befolgt worden wäre, dann würde es auch erhalten und vermehrt worden sein. Doch er sagt, sie haben ihn nicht gepriesen oder nicht verherrlicht, ihm als einen Gott auch nicht gedankt, sondern sind in ihrem Herz, in ihrem Dichten, also in ihren Gedanken, eitel geworden. Ja, sie sind in ihrem Dichten eitel geworden. Sie sind in ihren Gedanken eitel geworden. Und also ist ihr unverständiges Herz verfinstert. Hier lernen wir, wie ernstlich Gott vom Menschen fordert, dass derselbe ihn, in dem Maße, wie er ihn kennt, preisen und verherrlichen soll. Kennen wir ihn nur als einen weisen und allmächtigen Schöpfer, so will er, dass wir ihn doch als einen solchen verehren.
Wir sind ihm dann schon die ganze Liebe und Ehrfurcht und den ganzen Gehorsam unseres Herzens schuldig. Sie haben ihm auch nicht gedanket, fügt der Apostel hinzu. Es geziemt uns, uns unaufhörlich dessen zu erinnern, dass Gott zu alledem, was wir sind und haben, die Quelle ist. Zitat: Denn in ihm leben, weben und sind wir. Ende Zitat. Darum ist es auch ein Hauptteil unserer Gottesverehrung, dass wir ihm beständig, zwischen Anführungsstrichen, danken, unsere Abhängigkeit von ihm erkennen und ihm in allen Dingen die Ehre geben. Ein ganz wichtiger Satz, dass wir ihm ständig danken, unsere Abhängigkeit von ihm erkennen. Das ist genau der Punkt, wie an anderer Stelle in der Bibel beschrieben steht, dass ich alles kann mit Jesus Christus und dass ich ohne Christus nichts vermag. Wir sind abhängig von ihm, wenn wir uns Dinge wie Seligkeit und Gerechtigkeit, wenn wir uns Dinge wie Frieden und Liebe untereinander wünschen, dann sind wir davon abhängig von Jesus Christus. Einigkeit, so wie sie die Ökumene lehrt und wie sie die eine Weltordnung will, gibt es deswegen bei Jesus Christus nur in der Wahrheit. Und das ist eben der große Unterschied, warum das Ziel von Jesu Leib, sage ich jetzt mal, also all diejenigen, die Jesus Christus folgen und an ihn glauben, dass die Einheit von denen ein anderes ist als die Einheit, die hier in dieser Welt propagiert wird. Weil die Einheit in Christus hat man nur in der Wahrheit. Die Einheit hier in der Welt hat man nur durch die Lüge, durch Kompromisse. Ja? Die Wahrheit, in der Jesus Christus angebetet werden will und in der wir abhängig von ihm sind, die macht keine Kompromisse. Und bedenke, fährt der Autor fort, wenn selbst die Heiden, denen das Licht des Evangeliums fehlt, dennoch keine Entschuldigung haben, wenn sie nicht Gott in dieser Weise verherrlichen und ihm danken. Wie wird es uns dann ergehen, zu welchen er durch seine Propheten und am letzten durch den Sohn selbst geredet hat, wenn wir nicht unseren Gott verherrlichen und ihm danken? So, dazu sagt der Autor oder macht er hier einen Sprung zu den Hebräern. Den werde ich dann auch mal eben auf meiner Online-Schlachterbibel hier machen. Und zwar in das Kapitel 2, Verse 1 bis 3, wo wir lesen: Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Zweites Buch der Hebräer, also zweites Kapitel der Hebräer, Verse 1 bis 3. Was es jedoch heißt, Gott als einen Gott zu verherrlichen, das verdient wohl noch besser bedacht zu werden. Es geschieht nicht nur mit Worten und Werken, sondern diejenigen, die verstehen, dass Gott ein Geist ist, die müssen ihn auch im Geist und in der Wahrheit anbeten. An anderer Stelle in der Bibel wird ja gesagt, Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Das ist eben der große Unterschied mit den Gebeten zu dem Gott dieser Welt, die eben nicht in der Wahrheit passieren. Das ist genau der Unterschied mit den Gebeten im römischen Katholizismus. Ja, die gerichtet sind an Maria, die seit ihrem Tod im Grabe liegt und auf die Auferstehung wartet, wie jeder andere gestorbene Mensch vor ihr auch. Die nicht irgendwo eine Heilige im Himmel ist und die wir nicht brauchen, um zu Jesus Christus zu kommen. Die Wahrheit ist, dass Gott Geist ist und er will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Genauso wie es hier eben auch steht. Es geschieht nicht nur mit Worten und Werken, sondern diejenigen, die verstehen, dass Gott ein Geist ist, die müssen ihn auch im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit, nicht durch Abbildungen, nicht durch irgendwelche Reliquien, Statuen, Idole, Götzen,
sondern im Geist und in der Wahrheit. Und mit diesen Statuen, Idolen und Götzen, da kommen wir der Sache über die Sodomie schon sehr nahe. Aber ich will jetzt nicht vorweggreifen. Wie bereits bemerkt ist, fährt der Autor fort, will Gott, dass wir ihn in demselben Grade verehren sollen, wie er sich uns geoffenbaret hat. Ihn so lieben, wie wir verstehen, dass er liebenswert ist. Ihn so fürchten, wie wir verstehen, dass er zu fürchten ist. So an ihn glauben, wie wir verstehen, dass er getreu und wahrhaftig ist. Ihn in allen Dingen so gehorchen, wie wir verstehen, dass er in allen Dingen über uns zu befehlen Macht und Recht hat. Das heißt, ihn als einen Gott zu preisen. Wenn wir ihn nun ernstlich so preisen wollen, so müssen wir, wegen all der Gebrechen und Sünden, die wir dann in uns finden, vor ihm zerknirscht werden und bekennen, dass er ganz recht richtet, wenn er uns in die Hölle wirft. Dann preisen wir ihn als einen Gott. Dann erlangt Gott wieder die Ehre, die ihm durch den Sündenfall geraubt wurde, als die Schlange dem Menschen einflößte. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr sterben werdet? Und so weiter. Wenn wir uns nun des Todes schuldig erkennen, dann preisen wir ihn als einen Gott. Aber er hat uns auch seinen Ratschluss zu unserer Seligkeit geoffenbart, uns seinen Sohn geoffenbart und seinen ernstlichen Willen, alle diejenigen selig zu machen, die dem Sohne huldigen. Dann wird gefordert, dass wir ihn auch hierhin wahrhaftig sein lassen, so dass wir die Gnade Gottes nicht wegwerfen, sondern uns vor seinem Worte beugen und an seine Barmherzigkeit glauben. Solches heißt, ihn als einen Gott zu preisen. Verstehen wir ferner, wie es sein ernster Wille ist, dass die, so da leben, hinfort nicht ihnen selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Nochmal, die, so da leben, hinfort nicht ihnen selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir leben nicht für uns selber, ich, sondern wir leben für Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Stolz, diese Ich-Bezogenheit, dieser Egoismus, der in unserer Gesellschaft ist heutzutage, ja? Der beruht nur auf der Evolutionstheorie, nach dem Motto, das Überleben der Stärkeren. Der Schwächere interessiert mich nicht. Ich mache, was ich will. Ich setze mich durch. Ich bin wichtig. Ich. Genau wie die fünf Ichs, wenn man es wörtlich übersetzen würde, aus Jesaja 14, Vers 12, die dafür gesorgt, oder 14, Vers 12, die dafür gesorgt haben, dass Luzifer damals im Himmel rebelliert hat. Ja? Ich werde mich erheben über den Thron und über die Wolken und werde auch stehen in der Kongregation im Norden und so weiter, wie Luzifer das damals gesagt hat. Das ist das, was wir heutzutage in unserer Welt mitmachen. Das ist die Rebellion, die angefangen hat im Himmel mit Luzifer und die er hier auf der Erde als Satan unter den Menschen fortsetzt. Er trichtet hier den Menschen dieselbe Denkformel ein, die er im Himmel selbst hatte, als er mit der Rebellion angefangen hat. Und es geht im Grunde um nichts anderes als Rebellion gegen Gott. Weil das Gegenteil von Rebellion gegen Gott, das ist das Anbeten des Gottes. Das ist das Heiligen des Gottes. Und genau davon will Satan uns abhalten, mit allen Mitteln. Und deswegen sorgt er dafür, dass wir hier für uns selber leben, anstatt dass wir für dem leben, der für uns gestorben und auferstanden ist, Jesus Christus. Wir müssen unser Leben an ihn weiden und nicht an uns selbst.
dass sie von allem Gott missfälligen Abschied nehmen und das tun sollten, was ihm wohlgefällig ist. Dann wird gefordert, dass wir dies auch mit frohen, dankbaren und willigen Herzen tun und, was es auch immer sei, das daran gebricht, dennoch stets an die ewige Vergebung glauben, die er uns so teuer erworben, nämlich mit seinem Blut, und so ernstlich zugesagt hat. Den ganzen Satz hier nochmal ohne meine Unterbrechung. Solches heißt, ihn als einen Gott zu preisen. Verstehen wir ferner, wie es sein ernster Wille ist, dass die, so da leben, hinfort nicht ihnen selber leben, also nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist, für Jesus Christus. Dass sie von allem Gott missfälligen Abschied nehmen, also alles, was Gott missfällt, alles, was Gott ein Gräuel ist, Abschied nehmen und das tun sollen, was Gott wohlgefällig ist. Dann wird gefordert, dass wir dies auch mit frohen, dankbaren und willigen Herzen tun und nicht mit Widerwillen. Was es auch immer sei, das daran gebricht, dennoch stets an die ewige Vergebung glauben, die er uns so teuer mit dem Vergießen seines Blutes erworben und so ernstlich zugesagt hat. Alles dieses gehört dazu, ihn als einen Gott zu preisen. Geschieht dies nun nicht, sondern werden wir eitel in unserem Dichten, also in unseren eigenen Gedanken, und beginnen, unserem Verständnisse von Gott entgegen frei zu leben, dann folgt als eine gerechte Strafe, dass Gott sein Licht von uns nimmt und unsere unverständigen Herzen verfinstern und in allerlei Torheiten fallen lässt, wie der Apostel hier von den Heiden sagt. Schaut, um es mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. Gott zeigt uns den Weg zum Leben und wir gehen lieber unseren eigenen Weg. Dann sagt Gott, dann geht euren Weg, aber dann tragt auch die Konsequenzen davon. Und dann werden unsere Herzen eben verfinstert und er lässt uns in alle Torheiten fallen, genauso wie der Apostel das hier von den Heiden sagt. Diese ist die ernste Lehre, die dieser Text uns gibt und die insbesondere für uns, denen Gott sein Evangelium gegeben hat, ergreifend sein muss. Da Gott uns hoch begnadigt hat, dass er uns nicht nur die ganze Schöpfung voller Zeugnisse seines unsichtbaren Wesens, seiner ewigen Kraft und Gottheit vor Augen stellte, sondern auch seinen eigenen geliebten Sohn vom Himmel herabgab, der unser Bruder und unser getreuer Mittler wurde, der mit seiner Gesetzeserfüllung und seinem Blutvergießen uns von dem Fluch der Sünde und des Todes erlöste. Ferner uns sein Wort von all diesem gab, und uns noch täglich den Heiligen Geist sendet, der selber alles das bewirkt, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dienet, uns beruft, uns erweckt, das heißt Leben spendet, uns erleuchtet, züchtigt und tröstet, je nachdem wir es bedürfen. Bedenke, da Gott uns dieses alles gab und gibt, aber die Welt dennoch ihren Weg weitergeht, sicher und gottlos ist, Gott nicht fürchtet, Gott nicht preist und Gott nicht für alle seine Gnade dankt, sondern frei in ihren Sünden, ihrem eitlen Wesen und ihrem Götzendienste lebt. Wer darf sich dann wundern, dass unser Gott in seiner heiligen Gerechtigkeit dann die Welt fahren, ja, sie so verblendet und verstockt werden lässt, dass sie kaum einen Augenblick vor der Hölle erschreckt. Ziemlich kunstfertig, hier einen Satz über eine halbe Seite zu schreiben, aber so war das damals. Sätze waren so viel länger als das, was wir heute kennen. Und das macht das natürlich auch manchmal ein wenig schwer, diese Sätze zu verstehen. Von daher möchte ich ihn gerne nochmal lesen, diese erste halbe Seite auf Seite 70. Vielleicht hier und da mit einem Wort der Erklärung mit bei. Diese, sagt der Autor, ist die ernste Lehre, die dieser Text uns gibt. Und die insbesondere für uns, also dieser Text, dann sprechen wir hier natürlich über Römer Kapitel 1
Vers 21, ne? Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ne? Um diesen Text geht es hier. Diese ist die ernste Lehre, die dieser Text, Römer Kapitel 1, Vers 21, uns gibt und die insbesondere für uns, denen Gott sein Evangelium gegeben hat, ergreifend sein muss. Da Gott uns so hoch begnadigt hat, dass er uns nicht nur die ganze Schöpfung voller Zeugnisse seines unsichtbaren Wesens, seiner ewigen Kraft und Gottheit vor Augen stellte, sondern auch seinen eigenen geliebten Sohn vom Himmel herabgab, der unser Bruder und unser getreuer Mittler wurde, der mit seiner Gesetzeserfüllung und seinem Blutvergießen uns von dem Fluch der Sünde und des Todes erlöste. Ein ganz wichtiger Teil in diesem Satz. Der Sohn, der geliebte Sohn, der vom Himmel herabkam, der unser Bruder und getreuer Mittler wurde. An anderer Stelle in der Bibel lesen wir, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus. Ja? Der mit seiner Gesetzeserfüllung und seinem Blutvergießen für uns, uns vor dem Fluch der Sünde und des Todes erlöste. Wir Menschen, wir sündigen fleischlichen Menschen, wir können das Gesetz nicht halten. Und damit können wir auch das Gesetz nicht erfüllen, aber Gott kann das. Jesus Christus konnte und Jesus Christus kann das. Und er hat mit seiner Gesetzeserfüllung und mit seinem Blutvergießen den Fluch der Sünde, also der Gesetzesübertretung, von uns genommen und hat uns damit des Todes erlöst. Wir sterben nämlich nicht. Wenn wir aus dieser Welt scheiden von dem fleischlichen Leben, dann fallen wir in einen Schlaf. Der Tod ist unwiderruflich, aber wir sterben nicht, wir gehen schlafen. Es stand doch auch früher oftmals auf irgendwelchen Grabsteinen RIP, Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Ruhe, woher kommt denn das her? Ja, weil wir eben geruht haben, weil wir geschlafen, wie wenn wir abends schlafen gehen. Wenn man abends oder wann auch immer schlafen geht und man wacht wieder auf, dann weiß man nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Das können 2 Minuten sein, das können 2 Stunden, das können 20 Stunden, 20 Tage sein. Wenn man zum Beispiel in ein Koma verfällt oder was. Ja? Wir haben überhaupt keine Ahnung, was passiert, wenn wir schlafen. Und genauso ist es mit dem irdischen Tod auch. Der irdische Tod ist nicht endgültig. Er ist nur ein Schlaf. Dann kommt die Wiederauferstehung. Entweder die Wiederauferstehung der Gerechten bei der zweiten Ankunft Jesu Christi oder aber die Auferstehung, die zweite Auferstehung zum Gericht. Und wir können nur dafür beten, dass wir in der ersten Auferstehung mit ihm zusammen sein werden. Ja? Hier steht, dass er, Jesus Christus, mit seiner Gesetzeserfüllung und mit seinem Blutvergießen uns alle vor dem Fluch der Sünde, das ist der Tod, und dem Tod selbst erlöste. Ferner uns sein Wort von all diesem gab und uns noch täglich den Heiligen Geist sendet, genauso wie es in Apostelgeschichte geschrieben steht. Ich muss fortgehen, dass der Tröster kommt. Wenn ich nicht fortgehe, kann der Tröster nicht kommen. Und wenn der Tröster kommt, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er leitet uns in alle Wahrheit, wenn wir die Bibel, das Wort Gottes, studieren. Dann offenbart sich uns das Wort Gottes, dann offenbart sich uns die Botschaft Gottes und dann verstehen wir, worum es geht. Durch den Heiligen Geist, den er, Jesus Christus, uns gesendet hat. Der Heilige Geist, der alles das bewirkt, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dienet. Es ist der Heilige Geist, der uns zum Leben und zum göttlichen Wandel hilft. Es ist der Heilige Geist, der uns beruft, erweckt, Leben spendet, der uns erleuchtet und der uns auch gleichmaßen züchtigt und tröstet, je nachdem wir es bedürfen. Weil natürlich, solange wir in diesem Fleisch sind, sind wir Sünder und wir brauchen die Züchtigung, dass wir erkennen, wann wir gesündet haben und dass wir bußfertig uns zu unserem Herrn wenden. Je nachdem wir es bedürfen. Bedenke, da Gott uns dieses alles gab
und gibt, aber die Welt dennoch ihren Weg weitergeht, sicher und gottlos ist, Gott nicht fürchtet, ja, hier muss ich mal eben unterbrechen, ja, da Gott uns dieses alles gab, was wir gerade eben gelesen haben, ja, er durch den Heiligen Geist dienet uns zum göttlichen Wandel, er beruft uns, er erweckt uns, er erleuchtet uns, er züchtigt und tröstet uns, je nachdem wir es bedürfen. Alles dies hat Gott uns gegeben und gibt er uns auch weiterhin, aber die Welt, die Gott nicht kennt, weil sie Gottes Wort nicht kennt, die geht doch ihren Weg weiter, sicher und gottlos. Und das führt eben in die Unzucht, das führt in die Sodomie, das führt genau zu dem Grund, weshalb diese ganze Studie überhaupt entstanden ist. Die Welt, die ihren Weg weitergeht, sicher und gottlos ist, die Welt, die Gott nicht fürchtet, die Welt, die Gott nicht preist und die ihm auch nicht die Ehre gibt, die ihm zukommt durch die Schöpfung, in der er sich täglich für uns offenbart. Und die Welt, die ihm auch nicht für alle seine Gnade dankt, sondern frei von ihren Sünden, ja, nach dem Motto, ich kann so viel sünden, wie ich will, Hauptsache es geht mir gut, ihrem eitlen Wesen und ihrem Götzendienste lebt, das tut die Welt. Wer darf sich dann wundern, dass unser Gott in seiner heiligen Gerechtigkeit dann die Welt fahren, ja, sie so verblendet und verstockt werden lässt, dass sie kaum einen Augenblick vor der Hölle erschrickt. Ich muss da an dieses eine Bild denken, das ich letztens in einem Video von dieser LBGTTI-Bewegung sah. Da war so einer, der hat sich Teufelshörner aufgesetzt, war halbnackt gekleidet, wie das diese Sodomiten eben oftmals auf diesen Love Parades und sowas tun, und hat ein Schild in die Höhe gehalten, auf dem stand, ich wette, die Hölle ist ein wunderbarer Platz. Stand da in Englisch. I bet heaven is a nice place. Oder was in der Richtung stand da drauf. Or it's a fabulous place. Irgendwas in der Richtung, ja. Ich wette, die Hölle ist ein fantastischer Platz. Na, in dem Augenblick habe ich nichts anderes gedacht, als der wird sich noch umgucken, wenn er wirklich da mal in die Hölle kommt. Ja? Aber das ist genauso viel, wenn manche Leute sagen, von das und das und das macht mir alles keine Sorgen, bis zu dem Augenblick, wenn es ihnen wirklich überkommt, und dann macht es ihnen schon Sorgen und dann betrifft es sie schon selbst. Ja? Also, unser Gott, der in seiner heiligen Gerechtigkeit lässt die Welt dann fahren, wenn sie sich von ihm abwendet. Ja, er verblendet sie und er verstockt die Welt selber, dass sie kaum einen Augenblick vor der Hölle erschrickt. Doch noch viel mehr, wenn selbst wir, die wir auch mit dem Leben und der Erleuchtung des Geistes begnadigt waren, die Freundlichkeit Gottes schmeckten und im Geiste zu wandeln anfingen, aufs Neue abfallen, in unserem Dichten eitel werden und wieder in Sicherheit und in vorsätzlichen Sünden leben würden. Wie gerecht, aber erschrecklich müsste dann Gottes Urteil werden. Ja? Also, nochmal diesen letzten Teil. Noch viel mehr, wenn selbst wir, die wir auch mit dem Leben und der Erleuchtung des Geistes begnadigt waren, also obwohl wir Gott erkannt haben, die Freundlichkeit Gottes geschmeckt haben und im Geiste wandeln, also Gott die Ehre geben, im Geiste und in Wahrheit, wenn wir dann aufs Neue abfallen, wenn wir uns von der Sünde, von dem Teufel überlisten lassen, in unserem Dichten eitel werden, also in unseren Gedanken eitel werden und dieselben Schlüsse ziehen wie die gottlose Welt und wieder in Sicherheit und in vorsätzlichen Sünden leben würden. Wie gerecht, aber erschrecklich müsste dann Gottes Urteil werden, wenn wir, obwohl wir Gott erkannt haben, uns dann von ihm abwenden. Dann dürfte unser Gericht noch so viel schärfer ausfallen, als es das bei ihnen tut. Jesus Christus hat das ja auch gesagt in einem der Evangelien, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, hatten wir das nicht letztes Mal besprochen, dass da die Verse waren, wo er meinte, dass Sodom und Gomorra noch weniger gerichtet werden würden als ihr, wie er das damals sagte. Ich glaube, das war wohl in Jerusalem, dass er damit meinte, ne? Wären wir auch noch so schwach und sündig,
aber wir gäben ihm allein die Ehre, bekenneten unsere Sünde und unser Elend vor ihm, richteten uns selber und suchten seine Gnade, dann würde ja allem abgeholfen und alles gut werden. Aber wenn wir ihn verachten, das Licht, das er uns gegeben hat, missbrauchen und demselben Trotz bieten, auch die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufzuhalten anfangen, wer darf sich dann wundern, sagen wir nochmals, dass Gott in seiner majestätischen Gerechtigkeit nun so mit uns handelt, wie der Text lehrt. Aber was tut dann der Herr? Er verlässt uns nur. Er tut nichts Böses. Er schweigt, wie wir im Psalmen Vers 50, Vers 21 lesen können. Dann rufe ich hier mal eben die Psalme auf. Kapitel 50 steht hier. Kapitel 50 und dann Vers 21. Da wollen wir eben schauen. Es steht geschrieben, das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Psalm 50, Vers 21. Und dann ist es aus mit dem Menschen. Dann ist es aus mit allen Gedanken und mit aller Besinnung. Dann ist unser unverständiges Herz verfinstert worden, so dass wir nun in allerlei Torheiten fallen können. Der Herr spricht, mein Volk gehorchet nicht meiner Stimme, so habe ich sie gelassen in ihres Herzens Dünkel, dass sie wandeln nach ihrem Rat. Psalm 81. Wollen wir uns das mal eben anschauen in der Schlachterbibel, wie es da geschrieben steht. Psalm 81, Verse 12 und 13. Die Bibel sagt, aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht und Israel war mir nicht zu Willen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat, also nach ihrem eigenen Herzen, ja, nach ihrem eigenen Gedanken, wie wir da ja vorher schon gelesen hatten, die Gedanken, die unser Herz verfinstern. Er verstocket das Herz Pharaos, ja, in der Zeit vor dem Exodus. Er verstocket das Herz Pharaos, als derselbe lange den erweckenden Heimsuchungen widerstand, im 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 21. Und denjenigen, die die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, sendet Gott kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Das möchte ich doch mal eben hier auch öffnen und mit euch noch mal aus der Schlachterbibel den Vers eben hier lesen. Also 2. Thessaloniker, Kapitel 2, da steht es drin. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessaloniker in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte jetzt eben auf den Punkt kommen, wo es steht hier mit der mit den kräftigen Irrtümern. Ja. Das ist 2. Thessaloniker 2 ist eine eigene Sendung, deswegen möchte ich da jetzt im Grunde gar nicht zu viel drauf eingehen. Da werde ich auch mal eine eigene Sendung drüber machen, weil das ist schließlich der Teil im Neuen Testament, wo ganz eindeutig herausgestellt wird, wer der Antichrist ist. Ja, es gibt keinen deutlicheren Hinweis im Neuen Testament als 2. Thessaloniker Vers 2, Kapitel 2. Ja. Müssen wir eben in das Richtige hier gehen. Ich hatte eben Kapitel 1 aufgeschlagen. Und da steht dann, darum wird ihnen Gott, ja, das ist in Vers 11, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Nun, die Verse, die davor abgehen, sind natürlich der Grund, warum hier in Vers 11 da steht, darum. Wer jetzt fragt, weswegen, ja, der muss die ersten paar Verse im 2. Thessaloniker Kapitel 2 lesen und dann versteht er das. Ja. Aber das mache ich jetzt hier nicht, weil 2. Thessaloniker Kapitel 2 ein eigenes, sehr, sehr starkes Kapitel ist, um zum Verständnis zu kommen, dass das Papsttum und nur das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Aber das ist eine Botschaft, mit der ich mich jetzt in dieser Bibelstudie, wo es um die Sodomie geht, nicht mit beschäftigen möchte. Nichtsdestotrotz weise ich darauf hin, dass ich 2. Thessaloniker 2 auch lesen werde und analysieren werde in einer Bibelstudie in Stunde der Wahrheit und euch das auch noch näher bringen werde. Aber jetzt wollen wir erstmal die Studie im Römerbrief hier zu Ende bringen. Also, es steht hier geschrieben, dass er also das Herz des Pharaos verstockte, als derselbe lange den erweckenden Heimsuchungen widerstand und denjenigen, die die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, sendet Gott kräftige Irrtümer. Also er versucht, die Leute zur Wahrheit zu bekehren. Wenn sie aber diese Lehre der Wahrheit nicht angenommen haben, dann sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Haben Lust an der Lüge, haben Lust an der Sünde. Von solcher Gerechtigkeit Gottes gibt der Apostel nun sprechende Beispiele und sagt, wie wir dann weiterlesen in Römer 1, und dann kommen wir hier auf die Verse 22 und 23 zu sprechen. Wir hatten ja bis jetzt hier 20 und 21 gesprochen. Und jetzt kommen wir zu den Versen 22 und 23. Ich lese das erstmal so, wie es hier im Buch geschrieben steht. Zitat, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. In der Schlachter 2000 lesen wir es so, Zitat, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, den ich im Grunde schon die ganzen Videos über gemacht habe. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die Verbindung sehen zwischen der Lehre im ersten Kapitel der Römer, das wir hier lesen, und Exodus Kapitel 20, Vers 4, das zweite Gebot, was wir ja schon besprochen hatten. Ja? Im Exodus Kapitel 20, ich muss jetzt mal eben meine Schlachterbibel hier aufschlagen, weil die elektronische Bibel lasse ich jetzt mal eben stehen hier auf dem Buch der Römer. Also gehe ich hier nochmal eben zurück und lese, wo die 10 Gebote gegeben werden an Mose. Da steht im zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das, was wir hier gerade gelesen haben, hängt unmittelbar zusammen mit Römer Kapitel 1, Verse 22 und 23, die da lauten. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Abbild, mit einem Bildnis. Du sollst dir kein Bildnis machen, weder von noch irgendein Gleichnis,
weder von dem, was im Himmel auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist, sagt Gott hier. Aber sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, ja, also Beispiel Daniel Kapitel 2, wo Nebukadnezar ein Bild, einen Metallmann, eine Metallfigur errichtet hat, ganz aus Gold, ja, vor dem alle Menschen niederknien sollten, wenn die Musik anfing zu spielen. Die Harpe und all diese, die Harfe und all diese ganzen Musikinstrumente, die da aufgezählt werden, in Daniel Kapitel 2, auch das eine Bibelstudie, die ich noch machen werde, das ganze Buch Daniel werde ich durcharbeiten als Bibelstudie in Stunde der Wahrheit. Und in Daniel 2 sehen wir, wie die Menschen in Babylon dazu gezwungen werden, von einem Menschen, sich anstatt dem unvergänglichen Gott anzuvertrauen, ihn zu vertauschen mit einem Bild eines vergänglichen Menschen, also einer Statue eines Mannes oder auch einer Statue von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also, diese ganzen Abbilder, die gebraucht werden, diese ganzen Bildnisse, die gebraucht werden, die ja auch in der römisch-katholischen Kirche sind. Die römisch-katholische Kirche ist ja voll von Bildnissen, nicht nur von Menschen, sondern eben auch von Tieren. Ja? Es wimmelt im St. Petersdom von Drachen und Löwen und was weiß ich alles, die da gebraucht werden. Ja? Und das ist genau der Punkt, den er hier meint. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, mit einem Bildnis, wovon eben in Exodus 20 deutlich gesagt wird, dass man sich kein Bildnis oder Gleichnis machen soll. Das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das ist Vers 23. Und im Grunde kann man Vers 23 nicht lesen ohne die nächsten Verse auch noch. Aber da gehen wir dann in der nächsten Sendung drauf ein, weil wir sind ja jetzt schon ziemlich dicht an einer Stunde dran. Und ich möchte diesen, was ich gerade eben gelesen habe, als Einleitung dafür gebrauchen, dass wir hier in der nächsten Stunde, in unserer nächsten Bibelstunde weitergehen. Dann werden wir uns wirklich mit dem intensiven Thema beschäftigen oder intensiv mit dem Thema beschäftigen, was hat Exodus Kapitel 20, Vers 4 folgende damit zu tun, dass Sodomie zu den Menschen kommt. Das versteht man nur in dem Zusammenhang, wo hier steht, da sie sich für weise hielten, also ich brauche keinen Rat, ich brauche keinen Gott, dadurch sind sie zu Narren geworden. Warum? Sie sind zu Narren geworden, weil sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Genauso wie das Herz des Pharao verstockt wurde, wie wir im 2. Buch Mose 4, Vers 21 lesen können. Wenn man sich Gott auf die Art und Weise entsagt, dann entsagt sich Gott auch uns. Das ist der Punkt, worauf es hier hinauskommt. Verse 22 und 23, hauptsächlich 23. 22 ist ja sehr deutlich, sehr kurz. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da muss man ja noch nicht allzu viel drüber sagen. Die Weisheit des Menschen führt in Narrenheit, führt in Torheit, wie man das auch sagen kann. Ja? Ein Tor, sagt man ja auch, ne? Zu einem Narren. Ne? Das ist doch eine alte deutsche Bezeichnung. Gibt es ja, glaube ich, in den Psalmen auch. Habe ich in einem dieser Lieder da ja auch stehen. Ja. Wenn man sich selbst für weise hält, wenn man den Rat des Schöpfergottes nicht annehmen will, dann hält man sich für weise und dadurch sind sie zu Narren geworden. Und da sie zu Narren geworden sind, die Gott verleugnen, haben sie die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, wie zum Beispiel in Daniel Kapitel 2, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Mit anderen Worten, und mit diesem Satz schließe ich die Lesung heute ab. Von Gott sollen wir uns kein Bild machen. Da wir aber, oder da die zu Narren geworden sind, machen sie sich ein Bild von Gott und, das ist im Grunde weitergehen in dem, was in den Kapiteln noch kommt, sie reduzieren Gott zu diesem Bildnis, zu diesem Gleichnis, das sie sich davon gemacht haben. Aber der allmächtige, allwissende und omnipotente Gott
der lässt sich nicht in eine Figur stopfen, die von Menschenhand gemacht ist. Weder, dass es einen Menschen darstellt, noch einen Vogel oder ein vierfüßiges kriechendes Tier. Der Gott lässt das mit sich nicht tun, sondern er hat dann seine eigene Antwort darauf. Die Antwort werden wir im weiteren Studium des Römerbriefes natürlich noch kennenlernen, aber er sagt es ja bereits auch im zweiten Buch Mose, wo er da in Kapitel 20 in den Versen 5, glaube ich, ist das, ne, der, in Versen, ja, im Vers 5 sagt, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Also, Gott hat eine Strafe für diejenigen, die seine Herrlichkeit vertauschen mit einem Abbild, mit einem Bildnis, mit einem Gleichnis. Und da ist es jetzt vollkommen unwichtig, ob man sich jetzt irgendwo niederkniet und Maria anbetet, also so eine Maria-Statue, oder ob man überhaupt Maria anbetet, selbst wenn man das im Geiste tut, ist derselbe Abfall. Oder ob man sich hinkniet und ein Kalb anbetet oder sonst irgendwas, oder ob man gar nichts anbetet. Nein, oder ob man sich eben einen Menschen zum Gott nimmt. Einen Menschen als Ersatzgott nimmt, einen Menschen, den ich sehen kann, den ich riechen kann, den ich fühlen kann, den ich hören kann, den Papst. Ah, wenn ich mir den Papst als Gott mache, dann habe ich die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Mit dem Bild des Vicarius Filii Dei, wie er sich nennt, des Stellvertreter Gottes auf Erden. Also, wenn ich in der römisch-katholischen Kirche bin und den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes akzeptiere, dann gebe ich die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes weg. Dann vertausche ich das mit dem Papst. Dann vertausche ich das mit der Hierarchie und mit der Doktrin und mit dem Evangelium, ich nenne es jetzt mal so, auch wenn es keins ist oder ein falsches ist, mit dem Evangelium unter der Lehre der Doktrin der römisch-katholischen Kirche. Jetzt kommen wir der Sache langsam ein wenig näher. Es geht nicht unbedingt darum, dass ich niederfalle und irgendein Bild anbete. Es geht darum, welcher, zwischen Anführungszeichen, Religion ich hier folge. Und wenn ich der menschengemachten Religion folge und einem Mensch folge, dann habe ich die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.